So, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Attila Total War mit den Sassaniden. Und man sieht mittlerweile schon, wir haben uns doch hier ordentlich ausgeweitet mittlerweile. Ägypten, Äthiopien erobert, Syrien. Und ja, jetzt sind wir hier auf diesem Knubbel angekommen, in der heutigen Türkei. Und da wird es in den nächsten zwei, drei Folgen sicherlich dann auch so weitergehen, dass wir die Gebiete hier erobern. Asia, Kilikien, Bithynien, Kappadokien und dergleichen. Ah, die Hunden werden wir auch weiterhin unter die Lupe nehmen. Ein Mann hat viele Gesichter. So, haben wir die Kräutungen. Die Kräutungen sind meines Wissens ein Tributstaat von den Hunden, genau. Die haben sogar noch die Gepiden hier als Tributstadt. Wo sind die Gepiden? Sehe ich noch nicht. Ich glaube, hier sind die normalerweise. Ja, hier sind die Gepiden. Ja, so sieht's aus. Und ich werde jetzt hier sicherlich mal rüberrennen und schauen, wie viele Horden hier mittlerweile versammelt sind. Attila ist noch nicht da. Wenn Attila kommt, sind das so 10, 15 Horden. Früher oder später. So. Autorität. Ja, die Armee wird auch bald aufgelöst. Ja, wir müssen unsere Religion verbreiten. Also das macht schon Sinn. Gerade auf hoher Schwierigkeit kann man sich diese kulturellen Strafen gar nicht erlauben. Weil man auch noch Steuern einnehmen möchte. Man wird Nachteile durch Landwirtschaftsindustriegebäude erhalten. Also man kann sich diese ganzen Boni, diese ganzen zusätzlichen Nachteile gar nicht erlauben. Auch Einwanderung, dass man das irgendwie versucht zu reduzieren. Das sind alles Effekte, die nicht sein müssen. Aber gerade diese kulturellen Punkte von minus 6, minus 8, minus 10, da muss man gegenwirken. Ein religiöses Gebäude in der Region reicht ja in der Regel schon. Dann noch ein ziviles Gebäude, ein Verwaltungsgebäude. Ja, und alle Panne und alle 20, 30 Runden Aufstand, das ist schon ja in Ordnung. Oh, die Ägypter. Die Ägypter, was machen die denn dort? Ah, Palmyra kommt. Palmyra kommt. Palästina war eine Rebellion bevorstehend. So, wenn ich jetzt mal gucke. Auf unsere längste Region, das ist ja hier Azuristan, genau. Wenn wir hier mal schauen, wir haben hier, na gut, 90% Zoroastrismus. Ist vielleicht jetzt nicht das allerbeste Beispiel. Ich hätte mir gerne mal 80% oder so. 90% ist ja auch noch dieselbe Region. Die haben wir erst sehr frisch. 50%. Dann nehme ich halt einfach mal Persien ja hier. 88%. Dadurch haben wir nur eine Strafe von minus 1 auf kulturelle Differenzen. Wenn wir jetzt auch mal auf die frisch eroberten Regionen schauen, hier zum Beispiel Kilikien oder Syrien, dann haben wir hier einen Zoroastrismus von 23%. Und das gibt halt eine kulturelle Strafe von minus 5, also minus 4 Punkte mehr. Und dagegen kann man eben vorgehen, ne? Die muss man wegbekommen, die Punkte, sonst kriegt man da richtig Probleme. So, hier haben wir jetzt erstmal einige Gebäude abgerissen. Ein Plaza wird gebaut. Und dann baue ich jetzt hier noch einmal Wasserwerfer. Weil wir bekommen ja hierdurch schon sanitäre Anlagen. Nee, stopp. Dann baue ich hier sogar einmal mal nochmal Industrie, also Werkstätten. Genau, das passt. So, die Region wird fleißig ausgebaut, dann kann ich die nämlich auch auflösen. Hallo? Jetzt. Tschüss. Plus minus 0, aber das wird nur besser werden in der Region. So, hier im Süden haben wir minus 12. Oh, hier kann man weiten Aufstand. Wo ist hier das Problem? Die Schwierigkeitsstufenpunkte minus 8 bekommt man ohnehin nicht weg. Charaktere minus 6. Dann sind hier Agenten in der Region.
Religiöse Differenz minus 5, Einwanderer minus 5, Steuer minus 4. Oh, 20.000 Einkommen bekommen wir. Achso, ich bin mit den Steuern wieder nach oben gegangen. So, wenn wir das Ganze so regeln jetzt und noch hier für die Steuern, wie viel Nachteil haben wir jetzt noch? Ja gut, minus 1 durch Steuern, das ist halt nicht viel. Ich meine, wir können, solange wir noch nicht ein riesiges Reich haben, kann ich auch sagen, gut, ich gehe mit den Steuern nach oben. Orientiere mich einfach an einer höheren Stufe, dass ich im Notfall noch nach unten gehen kann. Und sage jetzt hier, ich hole mir hier eine Flotte. Hier, Wohlstand aus Handelsgebäuden. Bei Flotten brauchen wir nicht so viele. Wir haben Kapazitäten, was Flotten angeht. Hier noch von 3 Flotten, ne? Dann hole ich mir hier die günstigsten Schiffe. Das sind in dem Fall hier die Plänkler Dromanorion. Und versuche dadurch halt die Beliebtheit nach oben zu bekommen, ne? So, was haben wir hier noch? Öffentliche Ordnung plus 5 durch Militärpräsenz. So, dann auf alle Fälle irgendwas für die Forschung. Forschungsrate für militärische Entwicklungen. Und ja, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Und im Notfall können wir immer noch eine Armee aufstellen, ganz schnell einen Söldner her dazu holen. So. Die stehen. Dann. Achso, warte mal, hier haben wir ja bald einen Aufstand. Hier haben wir ja nächste Runde einen Aufstand in der Region. Ich frage, ob das immer unsere Verbündeten von uns niederschlagen. Darauf will ich mich eigentlich nicht verlassen. Nahrung minus 20. Wir haben eine Nahrungsmittelknappheit. Weizenfelder ausbauen. Von 102. Oh je, das ist viel. 102. Das Problem bekommen wir so schnell nicht gelöst. Nahrungsdefizit. Moment mal, bei der Fruchtbarkeit von dürftig baue ich auf alle Fälle erstmal Kamelherden. Ja, das wird schon mal einen Unterschied machen. Die Flotte meldet sich, mein Herr. So, mittlere Bogenschiffe können wir auch rekrutieren mittlerweile. So, ist die Frage. Die werden jetzt mit Sicherheit angreifen. Antiochia ist nicht so gut verteidigt aktuell. Ich komme mal zurück nach Antiochia. Dass wir die Stadt hier verteidigen. Ah, der würde sogar Tyros erreichen, wenn er hier das wollte. Eure Befehle, mein Herr. Na gut, dann gehe ich die Runde mit der Armee nach Tyros. Dass die Stadt nicht fällt, weil die wird ja noch umgebaut. Beziehungsweise nicht umgebaut, aber ausgebaut. Den Aufstand hier, der kann auch für eine Runde mal aufgestellt werden. Wir haben hier gute Garnisonen. Um diese Überbleibsel wird sich sicherlich dann hier auch Markran kümmern. Oder ich kümmere mich einfach selber darum. Ja. Lasst niemanden am Leben! So, jetzt haben wir ja auch plus 12, alles gut. So, dann diese ägyptische Streitmacht. Wir kämpfen für euch, mein Herr. Für Tschüss. Ruhm und Ehre. Ich will stündliche Wachgänge. Die Mitanei-Grenzwachen, na klar. So, der Agent, der Agent, der Agent, der Agent.
Achso, da sind wir bei da. Dann haben wir jetzt hier die Kräutungen. Germanische Kriegsbande, Armbrustschützen. Ja, das ist schon eine stabile Stadt hier. Ich erwarte den Befehl Persiens, mein Herr. Bereit zum Kommen. Wir kämpfen für euch, mein Herr. Ich erwarte den Befehl Persiens, mein Herr. Ich erwarte eure Befehle. Das ist meine Elite-Armee, das wollte ich nämlich wissen. Das ist die Elite-Armee. So. Ja, also alles, was jenseits im Westen liegt, hasst uns. Ohne Ausnahme. Ja, wir haben hier wirklich nur unfreundliche Beziehungen. Nichts. Aber das lässt sich alles noch ausbauen. Das ist ausbaufähig. Die Machenschaften der Garamanten werde ich im Blick behalten. Sehr schön. Kriegsherr der Wüste. Die nehmen mir gleich die Arbeit ab. Sehr schön. Dafür sind eben diese Vasallenstaaten wirklich gemacht, dass sie sich um die anliegenden Siedlungen kümmern. Die fühlen sich halt verantwortlich auch zum Schutz. Na klar, sie sind Klientelkönigtum. Aber wehe, wenn sie mal nicht helfen. Meine Worte sind einfach gesprochen, ohne List. Nehmt sie an oder lasst es bleiben. Armenien. Doch seid ehrlich dabei. Gut, die kontrollieren eine ganze Region, ne? 1, 2, 3 Siedlungen. Ne. Ich würde sagen, so die selber zu verheiraten macht eigentlich keinen Sinn, außer wenn man wirklich stabile Beziehungen braucht. Da hole ich mir sowieso immer die Frauen aus einer anderen Beziehung, aber aus der eigenen ungern, weil wenn man die in der eigenen Fraktion hat, generiert die weiterhin Einfluss und man kann mit ihr politisch aktiv werden am Hof. Was ich wiederum sehr wichtig finde. So, das war's jetzt für Ägypten. Ah, und die haben wieder ab. Ja, die wollten mal ein bisschen gucken, wie es aussieht. So, Loyalität wankt. Oh, wir haben hier weströmische Rebellen. Interessant. Sehr interessant. Erstmal auf die richtigen Gebäude. 115 Nahrung. Gut, dann baue ich das erstmal nicht weiter auf. So, hier errichten wir noch das Dorf. Könnt ihr mal aufhören, hier so nah vor der Stadt rumzuschiffern. Na, hier wird es oder so einen Aufstand geben. Die Flotte versammeln. Naja, dafür hat man ja Söldner und dafür haben wir hier auch schon
weitestgehend stark Garnisonen, ne? Yep. So, nun zu den... da war noch was anderes. Zu den Rebellionen. Palästina, gut, das kennen wir mittlerweile. Und Kappadokien. Ah, hier. Gut, dann kümmern wir uns erstmal um Ägypten. Tschüss. Ich erwarte eure Befehle. Das nennt ihr eine Garnison? Wir kämpfen für euch. Ja, die können ja erstmal bleiben. Ich erwarte den Befehl Persiens, mein Herr. Mehr Munition für Bogenschützen. Ich meine, dafür war der Tischler auch ganz gut, oder? Ja, Befieder an 2, plus 10% für Munition, plus 10% Rumpfstärke, das hat alles Vorteile. Dadurch haben die jetzt 24 Munition, die Geschosskavallerie hat 32 Munition, also mehr als die eigentlich brauchen. So, hier belagern wir das mal. Erfüllt eure Pflicht, Männer. Ich erwarte eure Befehle. Minus 6 durch religiöse Differenzen. Ich muss sagen, ich bin mir gar nicht sicher, wie man diese Einwanderer hier abhält. Wir haben ja minus 4 durch Einwanderung. So richtig weghalten kann man die halt nicht. Also wenn man frisch eine Siedlung erobert, dann hat man erstmal Einwanderer. Das pendelt sich aber mit der Zeit ein, meine ich. Wir haben auch noch andere Siedlungen. Zum Beispiel hier. Da haben wir hier auch hohe Einwanderungsquote. Ja, minus 15. Einwanderer minus 15, das ist immer am Anfang wahrscheinlich dann der Fall. Wenn ich jetzt hier mal in, naja, Sustan, Edessa haben wir schon ein bisschen länger. Da haben wir Einwanderer von... Minus 3, Antiochia, minus 6, Arabia Felix haben wir, Einwanderer, minus 1. Also wenn man Siedlungen sehr lange hält, dann sinkt die Einwanderung. Aber natürlich, wenn man Siedlungen frisch erobert, dann hat man erstmal viel Einwanderung. Und das dauert eine Weile, bis sich das einpegelt. Ist aber irgendwann auch kein Problem mehr. Zum Glück verschwindet das nach einiger Zeit. So, der Hafen wird nächste Runde fertig. Hier können wir auch große Onager mittlerweile rekrutieren. So, hier an Land bitte. Ja, ich werde auf alle Fälle Flotten errichten dann. Flotten über Flotten. Wie kann ich Persien dienen? Minus 3, minus... 3, minus, plus 1, plus, minus. Wie kann ich Persien dienen? Achso, unseren Agenten haben wir noch. Ich erwarte den Befehl Persiens, mein Herr. So, Integrität, Rekrutierungskosten. Den Agenten haben wir noch. So, jetzt gucken wir, ob wir jetzt hier schon ein paar mehr Horden sehen. Nee. Wo sind die Horden? Dann sind die hier wahrscheinlich verteilt. Hier noch irgendwelche Lager, die hier aufgeschlagen wurden. Pferde. Ah, hier ist noch eine zweite Horde, aber aktuell ist alles noch entspannt mit den Hunden.
Weiter geht's. Wir sind auch verfelsenfest vom Vertrauensrang, auch das ist ihr habt von Ehre gekämpft. Bedeutung. So, Frieden. Da schippern sie durchs Land. Hilft mir jetzt Armenier? Nee. Makran. Ja, die Vasallen trauen sich jetzt auch sehr weit raus. So, bei den Separatisten wollte ich immer wieder nachschauen, wie es da jetzt aussieht. Kappadokien. Wie sieht's bei den Separatisten aus? 6 Siedlungen halt die mittlerweile. Verschwendet keine Zeit mit. Okay. So, wir können jetzt hier an dieser Stelle endlich mal ein Feld bauen, dass wir hier die Nahrungsmittelknappheit in den Griff bekommen. So, die Franken und die Pikten sind im Krieg. So, ein Militärhafen wurde endlich gebaut, dann baue ich gleich den großen Militärhafen, der kostet einfach mal 7000 Gold. Wenn man das Geld hat, kann man das machen. Wenn man es nicht hat, sollte man es eher lassen. So, Gerichtshof. Und gleichzeitig noch ein Bazar. Und der Turm des Schweigens. Yep. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Ja, die ganzen Eigenschaften kann man sich anschauen. Technologie, die privaten Unternehmen haben wir jetzt erforscht. Sprich, es kann jetzt weitergehen. Mit der Landeinteilung. Dann können wir im Anschluss direkt die soziale Ethik hier freischalten. Verringert nochmal die Baukosten für den Bau von Hauptsiedlungsgebäuden und schaltet sehr viele weitere religiöse Gebäude frei. Bereit zum Kampf. So, die Stadt erobere ich jetzt erstmal. Besetzt. Bereit zum Kampf. Gut, das können wir dann umbauen. Können wir auch umbauen. Was ist das für ein Gebäude? Bankhaus. Öffentliche Ordnung plus 3. Handelseinkommen plus 2% durch Zölle. Ich lasse das erstmal stehen. Und Kavalleriestelle kommt weg. Bereit zum Kampf. Euren Dienste. So, ich denke, es ist langsam Zeit, dass wir weiterziehen. Die Siedlung wird belagert. Haben wir auch wieder nur Sperrträger der Wüste. Sie sollen vor unserer Stärke niederkauern. Wenn einer hinfällt, wird er zu. So, da haben wir noch die zweite Armee gleich. Nutze ich dann aber erstmal als Speicherpunkt, denke ich mal. Angriff! Ansonsten können wir das halt automatisch machen. Die Siedlung wird belagert.
Und hier haben wir jetzt endlich den Oberkommandanten. Nahkampfangriff plus 10. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wer das ist. Das ist er hier. Ah, das ist auch ein Stadtteil. Das ist ja blöd. Als Stadtteil bringt mir das jetzt natürlich nicht so viel, den dort eingesetzt zu halten. Natürlich wird die Garnison dadurch ein bisschen besser, oder? Nee, das wirkt sich nicht mehr auf die Garnison aus. Ja, halb so schlimm. Alle Menschen müssen dienen. Ich will mich eine Weile ausruhen. Ich bin unbedeutend. In Bewegung. Das sind alle Horden, die Hunde aktuell haben. So, gucken wir mal der Flotte jetzt. Genau, wir können jetzt hier diese... Nee, also wir können zum einen die Batterie Drumone bauen. Schwachfeuerresistenz. Guck mal, was jetzt der Unterschied zwischen den Schiffen ist. Das hat einfach 200 mehr Rumpfstärke. 200 mehr Rumpfstärke und etwas weniger... Weniger Feuerkraft, obwohl es sogar ein Geschütz mehr hat. Die Frage, mit was für Geschützen das Teil ausgestattet ist, ne? Das Wort Dromone leitet sich von dem griechischen Ausdruck für Rennen ab. Dromao. Ich will aber nicht wissen, was für eine Bewaffnung das Teil hat. Einige sollen aus dem Rohr ähnliche Waffen mitgeführt haben, mit denen griechisches Feuer auf andere Schiffe geworfen wurde. Zur Bewaffnung steht halt nicht viel. Ich kann mir mal eins holen zum Testen. Und dann haben wir hier die Kriegsdromone mit Kampfturm. Ja, davon hole ich vielleicht mal ein paar. So, das Ereignis ist wieder weg. Das heißt, ich gehe mit dem Stein wieder nach unten. Und die öffentliche Ordnung steigt. Mein Herr, bereit zum Kampf. Die lassen wir erstmal. Zum Sieg. Die lassen wir walten. Walten und walten. Dann würde ich sagen, ich nutze das Ganze jetzt hier als Speicherpunkt. Wobei, ich gucke nochmal, ob wir jetzt auch wirklich alles getan haben. Diplomatie-Menü können wir nochmal schauen. Ah, hier die Lachmiten. Mittlerweile jetzt wirklich 66 Beziehungen. Ich denke mal, da wird jetzt auch ein Handelsabkommen drin sein, oder? Ihr habt immer noch nicht. Ungeteilte Aufmerksamkeit. Was ist mit euch die falsch? Willige Sklaven warten meine Ohren auf eure Worte. 53.000 bekommt ihr nicht von mir für ein Handelsabkommen. Also, na, da müsst ihr euch schon was anderes überlegen. Ihr wollt nicht handeln. Ich grüße euch im Namen des Staates und so weiter. Das wollen wir 1800 also, Wohlstand einbringen. Ui, das sollten wir mal versuchen auszuhandeln. 1800 pro Runde. Aber nicht für 53.000. Das 7.000 ist zu wenig. Anbieten. Was kann man denn anbieten? 20.000. Ich meine, das hätte man halt in 10 Runden schon wieder raus. Na, das ist halt das Ding. Ey, der will aber wirklich 40.000 will der dafür haben. 40.000. Ich meine, 40.000, das sind halt 20 Runden, dann hat man das halt raus, ne? Wenn das halt auch wirklich die. Wenn das halt auch wirklich diese 2000 Goldstücke pro Runde dann einbringt, ne? Nee, das lasse ich erstmal sein. Bei den Separatisten weiß man ohnehin nicht, ob die in der nächsten Runde nicht gleich ausgelöscht werden. Aber die haben einen hohen Stärkerang, würde ich mal vermuten, oder? Ja, Stärkerang 2.
Ja, immer muss man sich überlegen. Ich mach's jetzt noch nicht. Und dann nutze ich das hier als Speicherstand. Bedanke mich fürs Zuschauen, für euer Interesse. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Und macht's gut.